komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Freddie Quinn mit Junge, komm bald wieder. Ein Riesenhit aus dem Jahre 1962. Bis heute gilt Freddie Quinn als erfolgreichster Künstler der Nachkriegszeit in Deutschland. In den vergangenen Jahren ist es aber ein bisschen ruhiger geworden um ihn. Er gibt keine Interviews mehr, aber es geht ihm gut. Und heute wird er so einige Anrufe von seinen Liebsten bekommen, denn Freddie Quinn wird 85 Jahre alt. So schön, schön war die Zeit. So möchte Freddie Quinn wohl in den Erinnerungen seiner Fans sein. Als Sänger, als Schauspieler, als Clown, als Artist, all das war er nämlich sehr erfolgreich. Aus der Öffentlichkeit hat sich Freddie Quinn komplett zurückgezogen. Zum 75. Geburtstag, also vor 10 Jahren, besuchte er ein Museum in Wien, das ihm und seinem Leben gewidmet ist. Noch heute ist dieses Museum ein wichtiger Anlaufpunkt für Freddie Quinn-Freunde. Eduard Klinger, der Freddie-Superfan und Sammler, kennt den Künstler seit einem halben Jahrhundert und kann sich seine Geburtstagswünsche gut vorstellen. So wie ich ihn kenne, wünscht er sich, in Ruhe gelassen zu werden. Er möchte dem Rummel entfliehen. Wird vielleicht hinterher ein bisschen vielleicht enttäuscht sein, wenn aber niemand Geburtstagskarte schicken würde. Dass er nicht noch im hohen Rentenalter den singenden Seemann geben wird, ist für Freddie Quinn schon immer klar gewesen. Der Zeitpunkt des Aufhörens ist dann gekommen, wenn man mental und physisch nicht mehr in der Lage ist. Also auf die Bühne tragen würde ich mich nicht lassen, ja. Und dann mit Gewalt noch etwas auszukosten, was nicht mehr real ist, das würde ich nicht tun. Freddie Quinn wird 1931 als Manfred Niedle in Österreich geboren, unehelich. Mit dem Stiefvater versteht er sich nicht. Nach Kriegsende brennt er durch, schließt sich dem Zirkus an und landet schließlich in Hamburg, in jener berühmten Washington Bar, wo eine Plattenfirma auf ihn aufmerksam wird. Diese Plattenfirma hat ihn dann, so 54, hat ihn dann in ihren Stall, muss man sagen, aufgenommen. Da, wo junge Talente erstmal aufgebaut wurden, wo sie Gesangsunterricht bekamen, wo sie sich bewegen lernten vor der Kamera oder sowas, wo man mit ihnen erste Aufnahmen gemacht hat im Studio, all sowas. Das wurde mit Freddie Quinn von 54 bis 56 gemacht. Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre ist die ganz große Zeit des Freddie Quinn. Ein Nummer-1-Hit folgt dem nächsten. Er ist erster bundesdeutscher Schallplattenmillionär. Doch damit nicht genug. Auch in zahlreichen Spielfilmen tritt er auf. Künstler und Kunstfigur verschmelzen. Freddie spielt immer sich selbst. Bravo! Mensch, Freddie, du, das hast du großartig gemacht. Der Biograf und Journalist Elmar Kraushaar kennt Freddie Quinn von zahlreichen Interviews. Dabei hat er ihn teilweise auch von einer ganz anderen Seite kennengelernt, einer sehr humorvollen. Wenn man bei ihm anrief in Hamburg, in diesem Haus, ging Freddie Quinn immer ans Telefon und spielte eine polnische oder italienische oder jugoslawisch sprechende Putzfrau. Also er meldete sich nicht hier mit Freddie Quinn, sondern, ja hier, hallo, was wollen Sie, wen wollen Sie, so. Und dann, Freddie Quinn nicht da. Also, und zwar immer er. Er war immer in den verschiedenen Rollen unterwegs und erzählte den Leuten am Telefon, dass er nicht da sei, eben in der Rolle von der Putzfrau oder der Haushälterin oder sowas. Also, das ist auch eine Art von Humor, muss man sagen. Wo Freddie Quinn heute seinen Geburtstag feiert, wissen nur die engsten Freunde. Auch wenn er kein großes Aufhebens wegen seines 85. wünscht, die Fans im Quinn-Museum gratulieren trotzdem. Happy Birthday, lieber Freddie! Und Happy Birthday auch von uns aus dem Studio natürlich. Wir sind damit am Ende der Sendung. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und bis morgen.